Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserem Vault 123. Wir haben noch eine Plasma-Waffe zu vergeben und das wollen wir auch tun. Wir müssen herausfinden, wer jetzt eine schlechte, eine nicht so gute Waffe hat. Oh, das ist nicht gut. Schafft ihr es da schnell nach unten zu kommen? Und euren Kumpels da unten zu helfen gegen den Red Skorpion? Nein. Leider, leider, leider. Haut der Red Skorpion schon wieder ab. Also eine Etage nach unten schicken bringt da nicht so viel. Ja, schade, da hat es uns ganz schön Energie gekostet jetzt. Dann suchen wir doch zuerst mal jemanden mit einer denkbar schlechten Waffe aus. Ja, die fokussierte Laserpistole wäre doch schon was. Aha, das Sturmgewehr. Okay, dann bekommt sie die fokussierte Laserpistole. Dann hat er das Sturmgewehr und er bekommt dann aus dem Inventar die Plasmawaffe. So. Wer ist denn er? Er ist Philip Harris L. Ja, und wir können das Sturmgewehr hier verwerten. Für 3 Wecker einen Globus und 2x Superkleber. Ist das neu, dass wir jetzt immer 2 seltene Teile daraus bekommen? Naja, manchmal haben wir ja nicht mal 1 rausbekommen aus den seltenen Sachen. Die Unteroffiziersuniform verkaufen wir doch mal und die Unteroffiziersuniform verwerten wir doch mal für Garn und Baseballhandschuhe und Teddybären. Robuste Gefechtsrüstung, ja, wird verwertet für 2 Baseballhandschuhe, 2 Spielzeugautos und 2 Schaufeln. Sehr schön. Die förmliche Kleidung, haben wir die nicht erst verkauft? Moment, Moment, Moment. Verwerten wollten wir die nicht verkaufen. Und die Kampfrüstungen doch auch, oder? Gepanzerte Vault-Anzüge alle verkaufen. Anwärterrobe brauchen wir auch nicht.
Handwerker Overall verkaufen wir jetzt mal alle. Und Militärbekleidung verkaufen. Söldnerausrüstung verkaufen. Das ist die normale Ödlandausrüstung verkaufen. Strahlenschutzanzüge verkaufen. Schlafanzüge verkaufen wir auch. Und Gefechtsrüstung, ja, nein, brauchen wir nicht. Radarrüstungen verkaufen. Und die Offiziersbekleidung, die behalten wir erstmal. Ja. Den Rest behalten wir erstmal. Oh, wer hat was gefunden? Da sind wir jetzt neugierig. Was ist hier los? Ashley Fox hat einen Super-Duper-Mart entdeckt. Soll sie hineingehen? Ja, sie soll betreten. Der Kampf ums Essen. Eliminiere die Raider. Ja, und sie ist erst auf Stufe 2. Oh, sie hat aber schon eine gute Waffe gefunden, scheinbar. Das haben wir ihr doch nicht mitgegeben, das Gewehr, oder? Ich glaube nicht. Naja, sie hat 10 Stimpacks, also... Wenn die auch alle auf Stufe... Oh, das wird schwierig hier. Oh, wie hat sie das geschafft? Glück hat sie doch gar nicht. Oh, die kann gut umgehen mit der Waffe. Sie hat Endurance. Aber auch nicht überdurchschnittlich hoch jetzt. Na, komm schon. Au, das meinte ich nicht. Für manche ist das Schrott. Für mich sind das Schätze. Ja, man kann sich sicherlich ein Haus daraus bauen später. Ah, die große Schwierigkeit kommt ja im letzten Raum unten. Wieder. Da muss sie erstmal hinkommen. Oh. Also Endurance bringt auf jeden Fall was im Ödland oder auf Missionen. Ja. Aha. Sei gegrüßt, Kenner der feinen Vorkriegsküche. Möchtest du einen Blick auf die Karte werfen? Oh, eigentlich nicht. Ich möchte dich töten. Ich bin nur hier, um was Leckeres zu schnabulieren. Tja, du bist, nicht das, was ich erwartet hatte. Oh, toll. Ein Gourmet, wie protzig. Okay, oh toll, antworten wir. Ein Gourmet, wie protzig, das andere hatten wir alle schon. Pfumpf. Und mich nennt man einen Barbaren. War das zu frech? Wow. Ja, sie ist nicht schlecht. Ich glaube, das System haben wir nicht so ganz verstanden. Man muss, glaube ich, den äußeren Ring nicht treffen. Der innere wäre... Der wäre besser. Hier draußen zu leben ist keine schlechte Idee. Es ist eine schreckliche Idee. Okay.
Ja, zurück zum Ödland und der Kampf ums Essen. Quest abgeschlossen, Belohnungen, ein Spielzeugauto. Wie schön. Und außerdem noch 789 Kronkorken zurück zum Ödland. Keine Nuka-Cola-Quantum. Schalalalalalala ließen. Aha. So sieht's aus. Wenig Lagerplatz. So wenig Lagerplatz. Also Räume haben wir jetzt alle voll, ja? Wie das aussieht, Pfirsich hier rumspringen, dort turnen und da oben hämmern. Ja, hier unten sind sowieso 6 drin, die sind immer voll, die Räume. Und das Casino ebenfalls. Also schön, dann werfen wir nochmal einen Blick auf die Karte, auf die Quests. Ja, wir brauchen hier also noch 5 Stunden für die erste hier. Dann für die heiße Jagd, die letzte Jagd, brauchen wir nur 10 Stunden und 40 Minuten. Und eine Spur im Ödland brauchen wir noch 5 Stunden und 47 Minuten. Oh, da ist ja was Neues hinzugekommen. Der Fall des Verschwundenen, also Fallakten, der Fall des verschwundenen Hunds. Wilde Gude haben einen Hund gefangen. Rette den potenziell leckeren Vierbeiner. 3 Stunden Belohnungen. Ein Collie. Niedlich. Lassie. Ja, Voraussetzungen Stufe 20 und Waffen, die wenigstens einen Schaden von 8 anrichten können. Zudem noch Perception 3. Wahrnehmung. Ja, wir haben aber kein Team mehr, um das rauszuschicken. Du hast Akten einiger ungelöster Fälle des legendären Ödland-Detektivs Nick Valentine gefunden. Nummer 1. Der Fall des verschwundenen Hunds. Ha! Du hast bereits die maximale Zahl an Quest-Teams ausgesendet. Ja, dann ist es so, wie ich sagte. Es dauert eben noch. Ob wir jetzt jemanden in den ersten Raum schicken können? Ich meine jemanden mit guten Waffen. Ha! 10 Unfälle wieder aufgehalten und förmliche Kleidung können wir sofort verkaufen. Waren das jetzt alle Leichen? Ich hoffe ja. Dann schauen wir uns nochmal an, wie das aussieht mit dem Status. Wann wir uns frühestens wiedersehen.
In 14 Stunden und 45 Minuten zum Beispiel. Aha, hier in 15 Stunden Olivia Barton im Club. Wartet auf ihren letzten Aufstieg. Noch 14 Stunden und 59 Minuten, also 15 Stunden. Oh, das ist auch gut. Nancy Pratt im Fitnesscenter ist auch bald fertig. 15 Stunden und 17 Minuten. Hier haben wir Patrick Cox im Waffenzentrum. 15 Stunden und 20 Minuten. Ja, dann sehen wir uns so in 15,5 Stunden ungefähr wieder. Und auch diese Folge ist schon vorbei. Das heißt, in 15,5 Stunden, wahrscheinlich dann am nächsten Tag, wird die Folge dann veröffentlicht. Aber in 15,5 Stunden werden wir noch eine Aufnahme machen. So war das gemeint. Ja, dann darf ich mich an dieser Stelle bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.